Kuchen backen mit einer Haselnussfüllung. Ich habe mir 750 Gramm Mehl in eine Schüssel abgewogen, eine Mulde hineingegeben, 75 Gramm Zucker abgewogen. Ich gebe etwas Zucker in die Mulde. Das braucht die Hefe als Nahrung. Den Rest streue ich drumherum. Anschließend kommt ein halber Teelöffel Salz dazu. Den schütte ich auch auf den Rand. So. Und jetzt nehme ich einen Würfel Hefe und bröckel es in die Mulde hinein. Die 75 Gramm Butter mit den 350 Gramm Milch muss ich einmal auflösen und erwärmen. Ich lasse jetzt die Butter sich auflösen. Ich helfe ihr ein bisschen, indem ich rühre. So, die Butter ist aufgelöst. Jetzt kommt die abgemessene Milch dazu. Denkt dran, immer nur lauwarm soll die Milch sein, weil die Hefe ist ja eine kleine Mimose. Die Milch hat die richtige Temperatur. Jetzt gebe ich die Buttermilchmischung auf die Hefe. Ich spare mir den Vorteig. Ich rühre alles entsprechend gleich zusammen, von der Mitte aus. So, den Rest knete ich einmal mit der Hand durch. Mach den Deckel drauf. Und lass ihn so lange arbeiten, bis der Deckel hoch bleibt. Und dann geht's weiter. So, der Teig ist aufgegangen. Ist sehr schön fluffig. Ich stelle ihn noch mal kurz zur Seite, weil ich will noch die Füllung machen. Dafür brauche ich 90 Milliliter Sahne, 120 Gramm Zucker. Gieße ich hier einmal hinein. Dann gebe ich noch die 120 Gramm gemahlenen Haselnüsse dazu und verrühre es einfach mit dem Esslöffel. Das ist dann die Masse für die Knoten. So, die Masse habe ich einmal fertiggestellt. Jetzt nehme ich mir etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Ich streue etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Dann nehme ich den Hefeteig aus der Schale, verteile etwas das Mehl. Ich knete jetzt einmal den Teig durch. So. Jetzt halbiere ich mir mein Teigstück. Und lege die eine Seite, die eine Hälfte beiseite und roll das übrig gebliebene Stück mit der Teigrolle zu einem Rechteck aus. Dabei drehe ich mir den Teig immer ein bisschen, ziehe ihn mir teilweise über die Rolle. Verteile das Mehl immer noch ein bisschen darunter. Es dauert einen kleinen Moment, bis es zum Rechteck ausgerollt ist. Dabei drehe ich es immer hin und her, damit der Rand auch nicht so dick ist. So, das Rechteck ist ausgerollt. Jetzt nehme ich ungefähr die Hälfte der Haselnuss-Zucker-Sahne-Masse auf den Teig und mit Hilfe eines Teigschabes streiche ich es dünn auf, sodass wieder
circa 1 cm Rand frei bleibt. So. So, jetzt wird die Drittel eingeschlagen, festgedrückt und das andere Drittel draufgesetzt. Dann nehme ich noch einmal die Teigrolle und drücke es noch einmal fest. Drehe mir das wieder zu mir hin. Die Anfangsstücke schneide ich einmal ab, damit es gerade ist, und verknete es später mit dem restlichen Teig. Ich schneide jetzt Streifen von dem Hefeteig. So, dann halbiere ich den Streifen, den ich geschnitten habe, noch einmal, lasse oben einen kleinen Rand stehen und dann werden die Knoten produziert. Ein Teil wird drüber über den einen Strang gelegt, dann durch dieses entstandene Loch gezogen, dann einmal gedreht und dann das zweite Stück unten durchgezogen, und so ist der erste Knoten entstanden. Der eine Strang wird über den anderen gelegt, hochgezogen, dann durch das entstandene Loch gezogen, dann das zweite Stück wieder durch das Loch ziehen, einmal das Ganze umdrehen und schon ist der Knoten fertig. So, jetzt noch einmal den Strang durchschneiden, den einen Strang über den anderen legen und von hinten durchziehen durch das entstandene Loch. Ich muss zusehen, dass ich euch das gut zeige. Dann den losen wieder durch das Loch ziehen, das Ganze einmal drehen und ziehen. Fertig ist der Knoten. Jetzt schneide ich die Stücke einmal von dem vorgefertigten Teig. Ich schneide jetzt von dem Teigstreifen die Hälfte durch. Und jetzt mache ich wieder die Knoten. Einmal durchziehen. Durchziehen, den anderen da drüber ziehen, umdrehen und einmal gerade rücken. So, noch einmal. Der eine Teigstrang kommt über den anderen, dann wird es durch das Loch gezogen, dann einmal gedreht, wieder durchs Loch gezogen, gedreht und gerade hochgesetzt. Fertig ist der Knoten.